Sonntag, den 3. April, begann für Norbert Hofer von der FPÖ der Wahlkampfauftakt zur Bundespräsidentenwahl auch im Burgenland. Nach der Begrüßung durch Landtagsabgeordneten Gesa Molnar war Landesparteiobmann Johann Schürz der erste Redner. Bundesparteiobmann Strache war der nächste am Rednerpult. Dann kam schon Norbert Hofer an die Reihe. Er sprach von seinen Vorstellungen über die Ausübung des Präsidentenamtes und auch seine Einstellungen zu konkreten Themen. Präsidentschaftskandidaten und ich bin nicht nur stolz als Landesparteiobmann auf die bezüglich der Kandidatur, sondern ich bin vor allem stolz auch als Landeshauptmann, Stellvertreter und das meine ich als offizielles Organ der burgenländischen Landesregierung. Freuen wir uns ganz besonders, den burgenländischen Kandidaten zu haben. Und Norbert Hofer bringt Schwung in dieses Amt, welches bisher nur für Repräsentationen da war. Und endlich gibt es einen Mann, der unser Heimatland so vertritt, wie es sich gehört. Und deshalb freuen wir uns jetzt auf unseren Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer. Alles Gute! Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, Sie checken, ich bin nicht der Präsidentschaftskandidat, ja, denn das ist unser wirklich allseits geschätzter Norbert Hofer und das ist gut so, denn ich bin wirklich froh, dass er nach langer, intensiver und reiflicher Überlegung sich entschieden hat, als Kandidat auch ins Rennen zu gehen. Und das war für den Norbert nicht leicht. Und gerade ihr aus dem Burgenland kennt den Norbert Hofer natürlich ganz besonders gut, über Jahrzehnte hinweg. Und ihr wisst, welche menschliche und persönliche Qualität er hat, aber auch, was er alles schon durchmachen musste in seinen jungen Lebensjahren. Er hat ja am Beginn aus zwei Gründen heraus in der Entscheidungsphase, wenn man so will, sich Zeit gelassen oder hat sich nicht gleich durchringen können. Das macht ihn aber besonders
sympathisch, sag ich. Jemand, der, wenn er gefragt wird, bist du bereit, als Bundespräsidentschaftskandidat ins Rennen zu gehen, und der sofort ohne Selbstkritik und ohne selbst einmal mit sich ins Reine zu kommen Ja gesagt hätte, der müsste einem eigentlich von vornherein verdächtig vorkommen. Aber das ist eben auch die Bescheidenheit, die der Norbert hat. Die Bescheidenheit, die ihn besonders auszeichnet, obwohl ich immer wieder sage, das ist keine Schwäche, Bescheidenheit. Ne? Manche könnten vielleicht meinen, das sei seine einzige Schwäche, aber das ist keine Schwäche. Das ist auch eine Stärke von Norbert, diese bodenständige Bescheidenheit. Und in dieser Bodenständigkeit hat er sich damals mit der Frage intensiv auseinandergesetzt, in dem Wissen, dass er aufgrund seines dramatischen Unfalls und aufgrund auch der Folgeentwicklungen natürlich immer wieder auch noch Schmerzen hat. Das war die eine Überlegung, kann er sich das zumuten, kann er so einen Intensivwahlkampf auch bestehen. Ja? Und der zweite entscheidende Punkt bei ihm war natürlich jener, ob er nicht zu jung ist. Er fühlt sich nicht zu jung für das Amt. Aber bis dato war es halt so, dass er Kandidat mindestens 65 Jahre gewesen ist. Er ist der jüngste Kandidat in der Geschichte der Zweiten Republik. Und auch das ist gut so, denn er ist nicht zu jung. Er hat eine unglaubliche Erfahrung. Und er hat dieses lebensbejahende, positive Element immer in seinem Leben, in seinen Höhen und auch in seinen Tiefen gelebt und sich bewahrt. Und wenn jemandem so ein Schicksal passiert wie ihm, der so ein leidenschaftlicher Sportler war, der Leichtathletik, Vizemeister in Burgenland war, der Paragleiter gewesen ist und dann so einen dramatischen Absturz erlebt hat, ich sage überlebt hat, denn das war ja auch keine Selbstverständlichkeit, aus so einer Höhe das zu überleben und dann mit einer ersten Diagnose einer Querschnittlähmung konfrontiert wird, wo er dann für sich selbst auch in seinem Buch geschrieben hat, auf einmal wird alles, was du zuvor in deinem Leben erlebt hast, bedeutungslos, weil das einfach dich auf diese Situation reduziert und du in dem Moment nicht mehr weiter weißt. Und trotzdem hat er nicht aufgegeben und hat zum Glück dann in der zweiten Diagnose nur unter Anführungszeichen eine inkomplette Querschnittlähmung diagnostiziert bekommen und hat mit seiner lebensbejahenden, positiven Einstellung, nie aufzugeben, weiter gekämpft und sich zurückgekämpft ins Leben. Und ich sage, das zeichnet dich eben besonders aus, diese unglaubliche Konsequenz, diese Lebensfreude, das positive Element, das lebensbejahende, auf Menschen zugehende, nie aufzugeben. Und ich sage, lieber Norbert, das ist einfach, ja, du bist einfach der sympathischste Kandidat von mir. Insgesamt bei der Präsidentschaftswahl mit Abstand vorliegen. Und du bist vor allen Dingen einer, der eben nicht hinterm Schreibtisch sich versteckt. Trotz deines Handicaps unterwegs bist, bei den Menschen draußen bist. Und genau das schätzen die Menschen auch an dir. Denn die anderen Kandidaten würden ja am liebsten ihren Wahlkampf hinter dem Schreibtisch vornehmen. Die haben ja quasi Angst, wenn es bei den Menschen sind. Ich meine, schauen wir uns an, eine Frau Dr. Gries, einen Hunsdorf, einen Kohl. Jeder, der die kennenlernt, kann die nicht mehr wählen, wenn man die persönlich kennenlernt. Ja? Denn die haben so eine, wie soll ich sagen, so eine, ja, steife Art, ja, so eine Art mit einer großen Distanz gegenüber den Menschen und Bürgern in diesem Land. Du merkst richtig, sie mögen die Menschen nicht wirklich. Ne? Und das ist eben der Unterschied. Der Norbert mag die Menschen. Der Norbert liebt die Menschen und er liebt vor allen Dingen auch seine Aufgabe und er hat seine Verantwortung in den letzten Jahrzehnten für unsere Gesinnungsgemeinschaft in vielen Bereichen unglaublich großartig gelegt. Nicht umsonst ist er mein erster Stellvertreter, seitdem ich zum Bundesobmann gewählt wurde im Jahr 2005, und der erste Stellvertreter ist der wichtigste. Das kann man ganz offen sagen, und er war von Beginn an der wichtigste an meiner Seite, gemeinsam mit dem Generalsekretär Herbert Kickl und den Landesobleuten Hansi Schürz und andere. Und ja, und ich sage, der Norbert hat immer klar und konsequent Positionen bezogen. Er hat ja auch das Feindliche Handbuch geschrieben. In der Zwischenzeit die dritte Ausgabe, ich glaube die vierte folgt dann. Dann müssen wir, die fünfte ist es schon,
Ich glaube, es wird die letzte unter der Federführung Norbert Hofers gewesen sein, weil als Bundespräsident ist er dann überparteilich, das ist keine Frage. Ja. Aber Unglaubliches, was er hier auch inhaltlich eben für die Partei erarbeitet und geleistet hat. Und er ist bekannt dafür, dass er Positionen klar und konsequent vertritt. Und das hat er in all den Fragen getan, die anstehen. Und besonders auch bei der aktuellen Asylkrise, wo der Begriff Asylkrise eigentlich ein völliger Fehlbegriff. Wir haben es im letzten Sommer mit einer modernen Völkerwanderung zu tun gehabt, mit einer modernen Völkerwanderung, ja, aus Ländern außerhalb Europas, aus dem arabischen Raum, eine moderne Völkerwanderung, die natürlich überwiegend sozialpolitische Hintergründe hat. Das sind keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention gewesen. Es waren auch keine Kriegsflüchtlinge mehr, die da zu uns Richtung Österreich aufgebrochen sind. Das ist ganz klar definiert. Wann ist man ein Flüchtling im Sinne der Genfer Konvention? Wann ist man ein Kriegsflüchtling? Wenn in einem Land Krieg herrscht und die Menschen vor diesem Krieg im Land fliehen, sind sie dort, wo sie im ersten Land hinkommen, in das erste sichere Land. Dort hat man ihnen auch den entsprechenden Schutz zu gewähren, als subsidiärer Schutzberechtigter. Und dort haben sie Anrecht auf Schutz, bis der Krieg vorbei ist. Sie haben nicht das Recht, zu sagen, na, mir gefällt es da nicht, obwohl ich sicher bin, obwohl ich nicht mehr von Krieg und Tod bedroht bin, ich gehe in andere und durch andere sichere Länder, um dann irgendwann einmal, ja, vielleicht das Land zu finden, wo das Wetter passt und die Sozialleistungen passen, ne, und wo halt meine Wunschdestination ist. Ne. Dieses Recht gibt es nicht. Es gibt kein Menschenrecht auf Zuwanderung aus sozialpolitischen Erwägungen heraus. Und so gesehen ist das alles, was wir da im letzten Sommer erlebt haben und auch gehört haben, von den politischen Mitbewerbern bis hin zur veröffentlichten Meinung, das war wirklich Lug und Trug auf unterschiedlichen Ebenen. Und wir haben es mit einer Regierung zu tun gehabt, die laufend Gesetze gebrochen hat, die nicht bereit war, unsere Grenzen zu schützen, wo man alleine seit dem letzten Sommer bis in den Februar dieses Jahres hinein unverantwortlicherweise mittels Gesetzesbruch über 1 Million Menschen nach Österreich ohne Passkontrollen, ohne Grenzkontrollen, ohne Registrierung, sprich ohne Fotos, ohne Fingerprints hereingelassen hat, mittels Gesetzesbruch die Polizei und das Bundesheer nicht angewiesen wurden, die Grenzen zu sichern, zu schützen oder dicht zu machen, sondern als Willkommenskomitee hat man das österreichische Bundesheer und die Polizei mit der Gulaschkanone eingesetzt für illegale Massenzuwanderung, wo diese Regierung mittels Gesetzesbruch sich schuldig gemacht hat, liebe Freunde. Über 1 Million Menschen hat man da hereingelassen. Und eine staatliche Schlepperorganisation hat sich der Staat, die rot-schwarze Regierung noch betätigt, wo man mit der ÖBB oder mit den Bundesheerbussen die Leute in Richtung deutscher Grenze weiter transferiert hat. Wo dann viele auch an dem Weg dorthin in die Illegalität abgedacht sind. Und heute wissen wir auch, dass durch diese unverantwortliche Vorgangsweise ja auch Terrorismus in Europa leider Gottes auch das Ergebnis war. In Paris zum Beispiel, wo 3 der Terrorattentäter, die unzählige Tote hinterlassen haben, die mit ihren mörderischen Bomben in Paris, mit ihren Terroranschlägen ein unglaubliches Leid hinterlassen haben über die Flüchtlingsroute, nämlich über Österreich, Griechenland und Österreich, letztlich hereingekommen sind, um dann diese Attentate vornehmen zu können. Und auch die letzten Attentate in Brüssel zeitigen ja, dass das Personen sind, die zwar dort geboren wurden, aber die dann als IS-Kämpfer sich offenbar in den Raum Syriens hinunterbegeben haben, um dort den mörderischen Verbrechen nachzugehen und dann Identitäten zu ändern und mit gefälschten Identitäten über die Flüchtlingsroute als Flüchtlinge mit anderer Identität zurückzukehren. All das haben wir im wahrsten Sinn des Wortes unverantwortlichen Politikern wie der Frau Merkel, einem Herrn Faymann und anderen zu verdanken, liebe Freunde. Und ich sage, die müssen daher so rasch wie möglich demokratisch aktiv. Diese sozialromantische und unverantwortliche Einladungs- und Willkommenskultur ist ein Skandal gewesen. Und hätten wir damals schon einen Bundespräsidenten Hofer gehabt, dann hätte gerade dieser Bundespräsident Hofer nicht zugesehen. Dann wäre er nicht passiv und untätig geblieben. Dann hätte er im Sinne der Rolle des Bundespräsidenten auch aktiv werden können und wäre auch aktiv geworden. Wenn Gesetze gebrochen werden am laufenden Band von Seiten einer Bundesregierung, hat der Bundespräsident tätig zu werden.
Und er hat die Regierung aufzufordern, die Gesetze endlich einzuhalten, denn jeder Bürger wird heute von dieser rot-schwarzen Bundesregierung drangsaliert auf unterschiedlichsten Ebenen mittels unsinniger Gesetze wie Registrierkassenverpflichtung, Rauchverbote und andere Unsinnigkeiten. Aber selbst brechen sie dann unglaublicherweise laufend Gesetze, die in unser Land gefährden, wo Ruhe, Sicherheit und Ordnung gefährdet wurden, wie aus einem Bericht des Innenministeriums hervorgegangen ist. Wo Milliarden Kosten zusätzlich entstehen, wo nämlich das Finanzministerium ausgerechnet hat, dass alleine durch den Schaden des letzten Jahres, durch diese illegale Massenzuwanderung, die man zugelassen hat, für die kommenden 4 Jahre Zusatzkosten in Höhe von 12 Milliarden Euro auf uns zukommen. Das sollen wir bezahlen. Und seit Jahren redet man uns einmal ab, kein Geld für die eigene Bevölkerung. Man hat kein Geld für die eigenen Pensionisten, um die Pensionspreisindexanpassung, die Inflationsanpassung vorzunehmen. Man hat kein Geld für die eigenen pflegebedürftigen Menschen. Und spart bei der Pflegestufe 1 und 2, wo wir heftig dagegen protestiert haben, wo Reduktionen erfolgt sind und auch der Zugang erschwert wurde. Ja? Auf dem Rücken der Ärmsten da waren. Bei den Kindern, bei den Familien gibt es keine entsprechende Inflationsanpassung über die letzten 10 Jahre. Ne? Immer nur leichte kleine Schritte. In Wahrheit eine stille Enteignung auf unterschiedlichsten Ebenen. Die Steuersenkung, na, die ist nicht gekommen. Das ist ja ein Witz, was wir da erleben. Ne? Wieder durch die kalte Progression in kürzester Zeit aufgefressen, diese Tarifumschichtung. Für die eigenen Leute gibt es kein Geld, auf allen Ecken und Enden. Ne? Wachzimmer der Polizei wurden zugesperrt, hat man kein Geld. Ne? Und dann stellt sie sich hin und wollen uns noch einreden. Naja, wenn wir die Wachzimmer zusperren, dann wird es sicherer. Ne? Ja. Demnächst werden uns die gleichen Politiker erklären. Ja. Demnächst werden uns die gleichen Politiker erklären, sperren wir die Schulen, dann werden wir gescheiter. Ne? Sperren wir die Spitäler, dann werden wir gesünder. Ne? Das ist die Logik dieser Politiker. Und die glauben wirklich, sie können die eigene Bevölkerung für dumm verkaufen. Aber kein Geld, ne? Für die eigenen Leute, da wird seit Jahren gespart und jetzt hat man Milliarden. Milliarden, die man aufwenden will für illegale Massenzuwanderung, für Menschen, die keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention sind, wo nicht die Chemiker und die Physiker und die Ärzte gekommen sind. Na Gott, habe ich selig, es wäre schön, würden da die Physiker und die Chemiker und die Mediziner kommen. Na, die Realität sieht anders aus. Ne? Ich glaube, von über 100.000, die im letzten Jahr einen Asylantrag gestellt haben, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 100 studieren. Ne? 30% und mehr sind Analphabeten und der Rest hat vielleicht eine Grundschulausbildung, die nicht ansatzweise mit der unsrigen vergleichbar ist, geschweige denn die Berufsausbildung in diesen Ländern im arabischen Raum oder auch akademische Ausbildungen sind doch nicht ansatzweise mit unseren Ausbildungen irgendwie zu vergleichen. Aber für dumm verkauft man die Menschen. Und neben den Kosten kommt dann auch noch die Problematik, dass die Integration gar nicht machbar und möglich ist. Und die Sicherheit gefährdet ist in vielen Bereichen. Und alleine in den letzten Jahren doch schon durch rot-schwarze und grüne Politiker verfehlte Politik erleiden müssen, wo eine Massenzuwanderung ja schon zuvor der Fall war und dann noch Parallel- und Gegengesellschaften bereits entstanden sind, wie heute in Brüssel, in Molenbeek und anderswo, wo radikal-islamistische Strukturen entstehen, der Terrorismus blüht, ja, und in Wahrheit No-Go-Areas in vielen Bereichen Europas, in den Städten schon vorhanden sind, wo sich die Polizei gar nicht mehr hineintraut und neue radikale Gegen- und Parallelstrukturen entstanden sind, die diese Gesellschaft, die freiheitliche, westliche, europäische Gesellschaft zutiefst ablehnen und in Wahrheit mit Gewalt auch überwinden. Da zugesehen hat man, anstatt hier unseren berechtigten Vorschlägen von Beginn an zu folgen. Als Hetzer sind wir beschimpft und diffamiert worden. Ne? Ein Dreivierteljahr lang hat diese Regierung den großen Schaden angerichtet und jahrzehntelang haben sie in Wahrheit einen Schaden angerichtet durch ihre undifferenzierte Massenzuwanderungspolitik und die fehlende Integrationspolitik. In Wien 150 islamistische Kindergärten haben sie genehmigt und subventioniert mit unseren Steuergeldern, wo in Wahrheit radikal-islamistische Strukturen bei den Kleinkindern bereits ansetzen, um später mal offensichtlich gewaltbereite Dschihadisten auch möglich zu machen. Das mitten in Österreich. Unfassbar. Ja, da gehört noch kein islamistischer Kindergarten genehmigt und jeder radikal-islamistische Verein gehört sofort aufgelöst und jeder Hassprediger aus diesem Milieu, der Terrorismus präferiert und für den Terrorismus offenbar sich ausspricht, gehört sofort auch außer Landes verwiesen, liebe Freunde. Da muss man doch wirklich konsequente Politik zum Schutz der eigenen Bevölkerung.
Da muss man diese moderne Völkerwanderung, ja, diese Invasion aus islamischen Ländern stoppen und endlich die Grenzen dicht machen, wie wir seit dem letzten Sommer von Beginn an gefordert haben und dann die Feimanns, Kurzes und Micky Leitner, so wie sie alle heißen, erleiden mussten, die gesagt haben, ach, die Freiheit nicht, ne? Menschlichkeit, die Balken hoch, ne? Hat es geheißen. Alle herein, die Freiheitlichen sind Hetzer, die Grenzen kann man nicht schützen und Grenzzäune, das gibt's gar nicht, das sind dann Tore mit Seitenteilen, ne? Absurderweise. Ne? Und da kann man dann schauen, dass da ein Hasenstallzaun aufgestellt worden ist, ich weiß nicht um wie viel, zig Millionen Euro, wo dann Dirnen sind, die nicht einmal versperrt sind für die Wegwanderer. Ne? Also, ja, das ist momentan der Grenzzaun, der da unten steht. Das ist alles nicht mehr absurd. Ja? Und da darf man sich den Begriff Zaun nicht in den Mund nehmen und dann kommen solche Wahnwitzigkeiten wie Obergrenzen von 37.500 Asylantragsteller pro Jahr. Ja? 80 hat es früher geheißen, ne? Täglich. Bis dann der Doskozil auch aus dem Burgenland gekommen gesagt hat, nein, das ist bei jedem Grenzübergang 80. Und die, die dann im Land erst den Antrag stellen, die werden gar nicht dazugezählt. Und die 300, die tagtäglich von Deutschland seit Anfang Jänner nach Österreich zurückgeschickt werden, ja, die zählen wir auch nicht dazu. Die sind ja nur 90.000 im Jahr 2016, die von Deutschland nach Österreich zurückgeschickt werden. Ja, unglaublich. Und bis heute haben wir die Grenze nicht dicht gemacht. Wir haben ein Glück, dass Mazedonien als Nicht-EU-Mitgliedsland seit Monaten jetzt diese Grenze dicht gemacht hat. Weil sonst hätten wir weiter überlaufen werden, dank dieser Bundesregierung, die unfähig war. Und jetzt nur begonnen hat, mittels Placebo auf einmal eine 180-Grad-Kehrtwendung vorzunehmen. Weil sie merken, dass ihnen die Wähler zu Recht den Rücken kehren und dass sie sie als unfähig auch erkannt haben und dass das auch entsprechend bei der Präsidentschaftswahl sich niederschlagen wird. Und aus Angst versuchen sie jetzt zum Teil auf einmal eine 180-Grad-Wendung vorzunehmen. Aber mit Ehrlichkeit hat das nichts zu tun. Hätte man von Beginn an auf mich und uns gehört, wäre uns dieser eklatante Schaden erspart geblieben. Ich hätte es wie Ministerpräsident Orban gemacht und von Beginn an die eigene Bevölkerung auch geschützt. Und ich sage Respekt, Herr Ministerpräsident Orban. So erwartet man es von einem verantwortungsbewussten Staatschef, die eigene Bevölkerung auch entsprechend zu schützen und nicht zu gefährden. Und jetzt beginnt die Schleppermafia, die internationale, ja bereits mit neuen Routen. Und die NGOs sind fleißig dabei, auch aktuell in Griechenland und Mazedonien. Ne? Da haben auch Mitarbeiter von NGOs eiskalt Menschen durch einen Fluss getrieben und in Kauf genommen, wo es drei Tote gegeben hat. Ja? Und die nehmen eiskalt in Kauf, auch mit der Schleppermafia, mit Schlauchbooten, neue Routen vielleicht aufzumachen. Oder über Albanien und Italien neue Routen aufzumachen, wo wir dann wiederum auf den Brenner vielleicht eine Zuspitzung erleben werden und diese Regierung bis dato nichts unternommen hat, um die Brennergrenze wirklich dicht zu machen oder zu schützen, wenn das vielleicht mit Ende des Monats auch bei uns virulent wird. Und erinnern wir uns, was der Herr Kurz alles gesagt hat, der heute als Außenminister gerade von einer Tageszeitung Österreich immer wieder so verklärt wird. Der hat vor ein paar Monaten, nicht länger her, war letztes Jahr vom Sommer weg, bis hinein in den Dezember, hat er mit mehreren Aussagen geglänzt. Da hat er gesagt, wir brauchen mehr Willkommenskultur, hat er gesagt, ne? Der Außenminister Kurz. Wir brauchen mehr Willkommenskultur, wir haben zu wenig Willkommenskultur in Österreich. Ne? Also Grenzen auf, war damals sein Motto. Ne? Man vergisst nur so schnell. Und dann hat er gesagt, der durchschnittliche Zuwanderer ist intelligenter als der durchschnittliche Österreicher, hat er gesagt. Ne? Ja, das mag beim Kurz schon zutreffen, ne? Aber nicht auf die Österreicher. Das muss man auch nicht. Das ist gut. Aber das soll man nicht vergessen. Das soll man nicht vergessen. Ich sage ja immer wieder beim Kurz, ne? Das ist ja, wenn der im Ausland ist, dann fragen sie mich immer, was machst denn du da, warum bist du nicht in der Schule? Außer in England, da sagen sie immer, bist du der Sohn von Prinz Charles? Ja? Aber sonst wird der nicht wirklich erst genannt. Das muss man ja auch einmal herausarbeiten. Und der Gleiche hat dann gesagt, naja, der Islam ist ein Teil Österreichs. Nein, der Islam ist kein Teil Österreichs. Das ist und war nie der Fall.
sondern durch unverantwortliche Zuwanderungspolitik von roten, schwarzen und grünen Politikern seit den 70er Jahren ist der Islamismus nach Österreich gekommen, liebe Freunde. Es waren einmal 20.000 in den 70er Jahren, die hier in Österreich gelebt haben und den islamischen Glauben angehört haben. Heute sind sie über 500.000 dank der unverantwortlichen Zuwanderung. Und die ganzen radikal-islamistischen Probleme haben wir aufgrund dieser verfehlten Politik von SPÖ, ÖVP und Grünen, liebe Freunde. Und ich sage daher, tauschen wir diese Politiker aus, bevor die das Volk austauschen. Das muss die Lösung sein. Und wir haben daher hier von Beginn an klare Positionen gehabt. Und daher gehen auch die Menschen zurecht zum Schmied und nicht zum Schmiedl. Weil wir uns das alles ersparen hätten können, hätte man gleich auf uns gehört. Genauso auch in der Bekämpfung des radikalen Islamismus und des Terrorismus. Alles, was heute den Dschihad präferiert, den Terrorismus präferiert, gehört so, wie der Norbert das richtig gesagt hat. Genauso behandelt wie beim Verbotsgesetz. Und jeder, der sich einer anderen Armee oder einer Terrorgruppe anschließt, um dort zu kämpfen, dem hat sofort die Staatsbürgerschaft entzogen zu werden. Oder wenn er versucht, nach Österreich zurückzureisen, der hat sofort in Haft genommen zu werden, liebe Freunde. Und nicht so wie heute, mitten unter uns, unbehelligt in der Gesellschaft zu werden. Das sind ja tickende Zeitbomben. Tickende Zeitbomben. Ich weiß nicht, über 65 Rückkehrer haben wir, die von Österreich nach Syrien gegangen sind, um für den islamischen Staat zu morden, andersdenkende Menschen abzuschlachten, Christen, Juden, Aleviten, den Schädel abzuschneiden, brutal. Mörder sind das sind keine Gotteskrieger, das sind Teufelskrieger, liebe Freunde. Und sowas wollen wir nicht in Österreich. Man hat mir die zurückgelassen. Und die Roten und die Schwarzen und die Grünen Politiker stellen sich hin und sagen, na ja, da kann man doch nicht die Staatsbürgerschaft entziehen. Die kann man doch nicht abweisen, wenn sie zurückkommen wollen, diese armen Schäfchen. Ne? Die sind ja traumatisiert vom Schädel abschneiden quasi. Ne? Da muss man doch psychologisch betreuen. Ja, heute leben über 65 Rückkehrer, Kämpfer des islamischen Staates in Österreich, unbehelligt. Könnte ja ein Nachbar sein, einer davon. Das sind tickende Zeitbomben. Kein Staatsbürgerschaftsentzug, obwohl wir ihn beantragt haben. Keine Untersuchungshaft, obwohl wir das beantragt haben. Keine Strafverschärfung, dass jeder, der für eine terroristische oder eine andere Armee heute kämpft als Österreicher, sofort auch entsprechend die Konsequenzen zu erleben hat. Nichts dergleichen. Unfassbar. Das ist sicherheitsgefährdend. Das ist unverantwortlich. Und das erleben wir auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Und ich sage ja, diese Regierung hat ja überall versagt. Das ist ein Kernbereich, wo man im letzten Dreivierteljahr unsere Heimat massiv gefährdet hat. Aber was haben wir davor angerichtet? Höchste Steuerbelastung der Zweiten Republik, Wirtschaftsrezessionsentwicklung, höchste Arbeitslosigkeit der Zweiten Republik, keine Verwaltungsreform. Nur Gesetze, die zum Nachteil letztlich auch der Menschen und der Bürger sind, mit den Registrierkassenverpflichtungen, Rauchverboten, wo man die Leute bisackt und ärgert. Ja? Und jetzt wollen sie auch noch das Bargeld abschaffen, damit sie den Bürger unter totale Kontrolle und Überwachung stellen können. Das ist aber die Freiheit der Bürger und das Grundrecht der Bürger, das da in Gefahr ist auf allen Ebenen, liebe Freunde. Und gerade auch beim Bargeld. Die wollen das Bargeld abschaffen, damit die Wertigkeiten in Zukunft alle am Konto zu setzen sind und damit man direkt von staatlicher Seite, von EU-Seite, von Bankenseite direkt auf eure Kontowerte schauen kann, ihr eure Vermögenswerte nicht mehr in Sicherheit bringen könnt. Ja? Das ist das Recht und die Freiheit jedes Bürgers, sein Geld von der Bank abzuheben und in Sicherheit zu bringen, weil diesen spekulativen Banken kann man doch heute nicht mehr vertrauen, liebe Freunde. Aber genau das wollen sie verhindern, damit eure Wertigkeiten nicht mehr abhebbar sind, sondern nur mehr am Konto aufscheinen und man bei Ersparnissen sofort mit Negativzinsen darauf zugreifen kann. Und mit allen Steuern auf eure Buchwerte zugreifen kann und jede Ausgabe, die ihr tätigt, überwachen kann und schauen kann, na was hat er denn für ein Lebensstil? Was kauft er sich? Welches Quant, bei welcher Marke, wohin geht er essen, mit wem trifft er sich? Ne? Das wird dann alles kontrollierbar, liebe Freunde. Unfassbar. Mit Demokratie und Freiheit hat sowas nichts mehr zu tun. Das ist der Weg in eine totalitäre Überwachungsgesellschaft, liebe Freunde. Da müsste der letzte Bürger Europas aufwachen bei all diesen Mechanismen, die wir da haben. Und so gesehen ist es so wichtig, dass wir mit dieser Präsidentschaftswahl
am 24. April mit Norbert Hofer einen Kandidaten haben, der als Regulativ auch gegen solche politischen Mechanismen das höchste Amt im Staat auch einnehmen kann und sicherstellen kann, dass Gesetze eingehalten werden, dass die Verfassungsgesetze eingehalten werden, dass unsere Neutralität nicht weiter ausgehöhlt wird, dass unser Bundesheer nicht weiter kaputt gespart wird, dass wir kein Dittich und Zetter erleben und keinen Türkei-Beitritt zur Europäischen Union erleben, damit sichergestellt wird, dass die direkte Demokratie und Volksabstimmungen in diesen Fragen auch durchgesetzt werden. Und dass ein Bundespräsident nicht alle negativen Entscheidungen der rot-schwarzen Regierung einfach durchwinken muss, sondern bei Gesetzesbruch, bei Verfassungsbruch auch entsprechend klar und deutlich sagen kann, so nicht. Das unterschreibe ich nicht und ich bestehe auf eine Volksabstimmung. Ich bestehe darauf, dass man die Bürger bei so essentiellen Eckpfeilern der Verfassungsgrundlagen auch mit einbezieht und verbindlich abstimmen lässt. Dazu braucht es einen aktiven Bundespräsidenten. Und das ist unser Norbert Hofer. Bei TTIP und bei CETA, wo heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit heimlich verhandelt wird und wurde, wo die Öffentlichkeit bis heute überhaupt nichts von den Inhalten erfährt und man sich dann aber hinstellt und sagt, naja, also das bringt der europäischen Wirtschaft was. Na, jeder Ökonom, der sich wirklich ernst nimmt und der frei ist in seiner Entscheidungsgewalt, sagt heute zu Recht, TTIP und CETA bringen der europäischen Wirtschaft überhaupt kein Wirtschaftswachstum. Also wenn es gut geht, dann vielleicht, ich weiß nicht, von 0,04%. Das Wirtschaftswachstum wäre ausschließlich in Amerika zu Hause mit bis zu einem Anstieg von 15-16%, weil die Amerikaner Interesse haben, ein anderes, nämlich ihr amerikanisches Rechtssystem auf Europa überzustülpen, um Europa erpressbar zu machen, unter Druck setzen zu können, mit ihren niedrigen Standards letztlich den europäischen Markt überschwemmen zu können, wo wir gar nicht mithalten können und auch gar nicht wollen, weil wir hohe Standards haben und nicht mit Gentechnikprodukten und anderem Müll zugeschüttet werden wollen. Aber da will man unsere Landwirtschaft kaputt machen, unsere mittelständische kleine Wirtschaft kaputt machen. Und wiederum im Interesse der großen globalen Konzerne anstatt der Region, Regionalinteressen, anstatt der volkswirtschaftlichen Interessen, die wir heute haben müssen. Darum geht es. Und da ist Norbert Hofer ein Garant, zu sagen, nein, so nicht, mit mir nicht. Na schau, da hat mir jemand ein Glasl hergestellt, das ich nicht gesehen habe. Ja, aber genau so ist es. Und Norbert Hofer ist hier ein Garant, dass wir einen Bundespräsidenten erstmals in der Zweiten Republik erleben, der endlich dieses rot-schwarze Proporzsystem in diesem Amt auch überwindet, liebe Freunde. Es reicht, das rot-schwarze Proporzsystem kann am 24. April bereits überwunden werden mit Norbert Hofer. Und ich bin davon überzeugt, er schafft es in die Stichwahl. Die Chance ist da. Und er tritt an, um zu gewinnen, und ich bin überzeugt davon, dass er gewinnen kann. Und stellt euch vor, ein Hunsdorf von den Kohlschaften, die Stichwahl nicht. Erstmals in der Zweiten Republik kein Vertreter der SPÖ, kein Vertreter der ÖVP. Ich meine, der Kohl, den müsst ihr euch ja mal das YouTube-Video anschauen von dem, wie der vor der muslimischen Jugend Österreichs im Austria-Center gesprochen hat, vor Jahren, anlässlich Ostern, wo er sich hingestellt hat bei, weiß nicht, 10.000 Besuchern und dann dort gesagt hat, na, und bei den vielen Kinderwegen, da sehe ich die Zukunft Österreichs. Ne? Ja? Also das ist genau der Herr Kohl, der sich überall anbietet und auch gesagt hat, der Islam sei ein Teil Österreichs. Ne? Ja? Aber wenn die nicht in die Stichwahl kommen, liebe Freunde, dann ist der erste Schritt gesetzt. Dann ist in Wahrheit das auch der Misstrauensantrag gegen diese rot-schwarze Bundesregierung, liebe Freunde. Und spätestens dann haben auch Neuwahlen stattzufinden. Die Chancen auf Neuwahlen sind groß. Und hätte diese Regierung Anstand, Rückgrat und Charakter, das fehlt heute dem Faymann völlig, ja? Aber hätte er Anstand, Rückgrat und Charakter, dann hätte er schon nach dem Versagen seit dem letzten Sommer den Hut nehmen müssen, Adieu sagen müssen und den Weg für demokratische Neuwahlen freimachen müssen. Aber genau dazu hat er ja nicht den Charakter untersucht. Bei all dem, was da angerichtet wird. Ich habe bis heute keine Entschuldigung von ihm gehört, ne, dass wir Freiheitlichen von Beginn an recht gehabt haben. Ne. Aber das erwarte ich auch nicht von solchen Herrschaften, die
ja, sich drehen wie ein Fähnchen im Wind. Und ein Van der Bellen, der heute Heimat plakatiert, wo noch vor Jahren vor der grünen Parteizentrale die grüne Jugend plakatiert hat, ja, nimm dein Flackerl für dein Gackerl, und da war das rot-weiß-rote Heimatflackerl Österreichs im Mund und eines Hundes mit diesem Text versehen, und wer Österreich liebt, ist scheiße, ist dort gestanden. Dieser Heimathass der Grünen, der seit Jahren und Jahrzehnten offenkundig ist und wo der Grüne, der ehemalige grüne Parteichef Van der Bellen jeden Tag vorbeigegangen ist und nichts dabei gefunden hat und es nicht entfernen hat lassen, der plakatiert jetzt Heimat, um die Leute für dumm zu verkaufen. Zeigt schon einiges auf, wie sie versuchen zu täuschen und zu tarnen. Aber ich bin davon überzeugt, das wird nicht aufgehen. Leute sind heute bewusster und sie sind kritischer. Und sie schauen sich solche Entwicklungen genau an und können genau erkennen, wer ehrlich ist und wer unehrlich ist. Unser Norbert Hofer steht für Ehrlichkeit. Und ich sage, krempeln wir die Ärmel auf. Wir haben die Chance, dich, lieber Norbert, am 24. April in die Stichwahl zu führen. Und wenn du in die Stichwahl kommst, gleich gegen wen, lieber Norbert? Gleich ob Van der Bellen oder Wunsdorfer. Dann schreibst du Geschichte. Der erste weibliche Bundespräsident in Österreich ist möglich. Und ich freue mich dann, wenn du mich, gleich in welcher Rolle und Funktion, ob als Obmann der Freiheitlichen Partei Österreichs oder als Clubobmann der Freiheitlichen Partei im österreichischen Parlament oder als Wahlsieger nach einer nächsten Nationalratswahl empfangen wirst und dir auch den Auftrag geben wirst, entsprechend der demokratischen Legitimation eine Regierung aufzubauen. Das wäre gut und wichtig für Österreich, dieses rot-schwarze Proporzsystem aufzubrechen. Und hier in Burgenland habt ihr es ja geschafft. Und so gesehen, seid ihr auch Vorreiter. Das liegt natürlich immer an Persönlichkeit. Und ich sage daher bewusst auch hier in Burgenland, Respekt vor der Leistung eures Landesobmannes Hans Schürz. Toll, dass du in den letzten 11 Jahren geleistet hast. Ich habe mich auch immer blind auf dich verlassen. Du hast großartige Arbeit geleistet. Aber genauso gut, neben deiner Arbeit, du zu Recht heute Landeshauptmann-Stellvertreter bist, genauso auch Respekt vor dem Landeshauptmann Nissl, der diese undemokratische Ausgrenzungspolitik seiner eigenen Partei überwunden hat und das Brett vor dem Kopf auch entfernt hat. Und das ist groß. Das zeigt, dass es funktioniert, mit Persönlichkeiten, mit Anschlag, mit Rückgrat, mit Charakter, aber auch mit der Bereitschaft, inhaltliche Fehler einzugestehen, zusammenarbeiten. Und wir haben heute in Burgenland mit der Freiheitlichen Handschrift vieles in eine richtige Richtung bewegt. Ob das die Verwaltungsreform ist, ob das die Bereiche der Landesholdings betrifft, viele andere Bereiche, die Sicherheitsmöglichkeiten, die unter unserem Landeshauptmann-Stellvertreter Hans Schürz auch da oder dort nachgeschärft und optimiert werden können. Natürlich alles im Rahmen der Möglichkeiten, aber es geht in die richtige Richtung. Und das zeigt, dass das ein Schritt ist, der im Burgenland begonnen wurde, von einer anderen Ebene in Oberösterreich fortgesetzt wurde, dort mit der ÖVP, und auf Dauer österreichweit als Zielvorgabe umzusetzen ist. Aber ich sage aus der Position der Stärke, das ist auch wichtig. Solange ich Obmann der Freiheitlichen Partei bin, kann ich euch eines versprechen. Als stärkste politische Kraft in Österreich, und das ist mein Ziel, gibt es nie einen fliegenden Wechsel mit mir im Parlament, nie eine Minderheitsregierung, die ich unterstützen würde, und schon gar nicht einen Kanzler von einer zweit- oder drittstärksten Partei, liebe Frau. Ja? Und das muss man mal, glaube ich, auch vorstellen, weil da immer wieder so falsche Begehrlichkeiten von wo auch immer kommen. Solange ich Obmann bin, spielt das nicht. Es gibt ganz klare Vorgaben. Und jetzt ist die Vorgabe und die Zielsetzung Nummer 1, unser Norbert Hofer. Ein Burgenländer zum Bundespräsidenten. Das ist mein Herzensanliegen und ich freue mich darauf. Ich bitte dich, lieber Norbert,
Dann um deine Worte, weil es eine Freude ist, dir zuzuhören, deine Begeisterung und deine fachliche Kompetenz auch tagtäglich zu erleben. Und gestern in Kapfenberg ist ja wieder lustig gewesen, die Auftaktveranstaltung, die offiziell im Zentrum der Arbeiterstadt in Kapfenberg, wo drei sozialistische Gegendemonstranten über 1000 freiheitliche Wahlbesucher begrüßen dürfen. Das ist doch schön. Ne? Aber da beginnt es dann, die Zeitung. Ja? Über drei Würstchen, die ein Radio aufdrehen, ja? Und eine Veranstaltung versuchen zu stören. Ne? Das ist das Einzige, was die kennen, ist stören, schreien, Leute mit Eiern oder Tomaten bewerfen oder am Ende sogar mit ihrer Hetze letztlich auch in Richtung Gewalt zu führen. Und das ist genau das, was wir auch erleben mussten. Gewaltaufrufe, Mordaufrufe gegen meine Person, aber auch Gewalttätigkeiten gegen Funktionäre bei Standlaktionen oder auch so wie gestern gegen einen Wiener Gemeinderat und Landtagsabgeordneten Günter Kasal, der von einem politischen Mitbewerber tätlich attackiert worden ist mit Fäusten und mit Gewalttätigkeit. Das ist die Saat der linken Hetzer und Diffamierer. Und ich sage, diese Saat, die wird nicht aufgehen, im Gegenteil. Die Leute wenden sich von solchen antidemokratischen Strukturen und auch Bewegungen ab und wenden sich hin zu Parteien, die der Demokratie verpflichtet sind, so wie wir. Lieber Norbert, toi, 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 alles Gute und ich freue mich auf den weiteren Weg im Wahlkampf neben dir an deiner Seite. Ich unterstütze dich aus vollster Überzeugung, weil ich weiß, welche menschliche Qualität du hast, welches Herz du hast, welchen Charakter du hast. Toi, 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 gehen wir es an für unsere Norbert Hofer. Auf der Welt. Das ist das Einzige,
meine Damen und Herren, jetzt kommen wir nun zu unserem Kandidaten für die Präsidentschaftswahl. Ein Mann, der immer wieder Österreich im Herzen trägt. Ein Mann, der Heimat auf seinen Plakaten stehen hat, aber nicht wie andere als Schweigenblatt, sondern aus vollster Überzeugung. Unserem Kandidaten, Ingenieur Norbert Hofer. Es ist so schön, wieder daheim zu sein. Ich habe vorher daran zurückdenken müssen, wie hier alles begonnen hat. Ich bin irgendwann als junger Mann ins Büro der FPÖ-Landesgeschäftsstelle gekommen und habe gesagt, ich würde gerne mitarbeiten. Woraufhin man mich ganz eigenartig angesehen hat, warum? Aber ihr wisst es, bei uns im Burgenland war immer alles aufgeteilt. Rot, schwarz, bis in den kleinsten Bereich hinein. Wohnungsvergaben, Arbeitsplätze, Schulen. Und ich habe mir damals gedacht, ich möchte zwar politisch aktiv werden, aber das interessiert mich nicht, bei diesen alten Systemen mitzumachen. Ich habe mir das Parteiprogramm angesehen und habe dann begonnen. Und ich muss euch sagen, auch jetzt wieder, ich habe Tränen in den Augen gehabt, bei immer wieder Österreich. Und das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, mich für Österreich mit meiner politischen Heimat mit der Freiheitlichen Partei Österreichs zu engagieren. Ich bin sehr dankbar. Und das haben wir nicht alles mitgemacht. Vor etwas mehr als 10 Jahren lagen wir bei 3% in den Umfragen. Bei 3%. Und gemeinsam mit Heinz-Christian Strache und hier im Burgenland mit Hans Schürz ist es gelungen, diese Partei in allen Umfragen zur stärksten Partei in Österreich zu machen. Und es wird sie. Es wird sich in den nächsten Jahren alles ändern, liebe Freunde. Und es ist auch notwendig, denn wir haben keine Zeit mehr. Zwei Parteien sind gerade dabei, alles zu verspielen, was unsere Eltern und Großeltern mühsamst aufgebaut haben. Und wir können nicht mehr warten. Daher hoffe ich wirklich, dass es schon bald nach dieser Bundespräsidentschaftswahl auch zur Neuwahl kommt. Und ich sehe das genauso wie du, lieber Heinz-Christian. Wenn die Roten und Schwarzen es nicht schaffen, ihre Kandidaten in die Stichwahl zu bringen, dann haben wir sofort Neuwahlen. Das halten diese Parteien nicht aus. Und bei dieser Wahl ist auch alles anders. Die Präsidenten waren immer rot oder schwarz. Renner, Körner, Kirchschläger, den ich übrigens, Kirchschläger war eigentlich Parteiführer, aber doch ein Roter, den ich übrigens schätze. Der Kirchschläger war in seiner Zeit der richtige Präsident. Wir haben in der heutigen Zeit mit seiner zurückhaltenden Art nicht der richtige Mann. Wir brauchen jetzt im Jahr 2016 einen aktiven, mutigen Präsidenten. Aber es ist immer brav aufgeteilt. Waldheim, Kerstin, Fischer, übrigens von Fischer hat man nicht viel gehört in den letzten Jahren. Ganz wenig. Ich will nicht sagen, was Bruno Kreisky über Fischer gesagt hat, das darf ich nicht. Ja, das darf ich in dieser Funktion nicht sagen. Aber einige wissen es. Er hat sich zweimal gemeldet. Also er hat sich einmal gemeldet jetzt im Wahlkampf, wo er gemeint hat, einige Kandidaten würden Allmachtsfantasien ausleben, weil sie das umsetzen wollen, was in der Verfassung steht. Nämlich, dass der Präsident eine Regierung, die dem Land schadet, abzuberufen hat. Das wären Allmachtsfantasien, hat er gemeint. Und ein zweites Mal hat er sich gemeldet, da hat er gemeint, er wird dem Heinz-Christian Strache einen Orden verwehren. Macht nichts. Du kriegst einen Orden von mir, lieber Heinz-Christian. Das ist doch kein Problem. Und damit ist es wirklich möglich, dass erstmals, jetzt geht es wieder besser, dass erstmals ein Freiheitlicher in die Hofburg, das war der Fischer, Sabotage, dass erstmals, ja, der ist eh sehr gut mit Nordkorea,
dass erstmals ein Freiheitlicher in die Hofburg einziehen kann und dann natürlich, man muss sich vorstellen, was dann passieren wird. Weil ihr dürft nicht glauben, dass das einfach so sang- und klanglos über die Bühne gehen wird. Man muss damit rechnen, dass der Druck enorm werden wird, auch aus dem Ausland. Ja, das haben wir schon einmal erlebt, dass uns dann die Leute sagen werden, um Gottes Willen, also wenn ein freiheitlicher Kandidat Präsident wird, dann, dass der andere schreibt, es zu einem totalitären Staat in Österreich. Weil dann gibt es einen freiheitlichen Präsidenten, einen freiheitlichen Bundeskanzler, aber sie haben ganz vergessen, einen freiheitlichen ersten Nationalratspräsidenten auch noch. Ja, da haben wir das Dritte. Ich erwarte mir natürlich einen harten Wahlkampf gegen meine Person. Ich habe es jetzt schon gemerkt, sie suchen. Ja, sie suchen, ist da irgendetwas in der Vergangenheit? Und es haben sie entdeckt, dass mein Lieblingsmaler der Odin Wiesinger ist. Ein schrecklicher Mensch. International ausgezeichnet, macht auch tolle Skulpturen, Aquarelle, Radierungen, aber er hat auch Burschenschafter gemalt. Und er hat Soldaten gemalt, nämlich die aus dem Ersten Weltkrieg, Invaliden. Und da haben wir dann vorgeworfen bei einer Diskussionssendung, ich glaube es war in Puls 4, ja, da bin ich heute Abend auch wieder bei Puls 4. Nein, das war Blödsinn, das war bei der Profilredaktion, haben wir das vorgeworfen, und dann später bei ATV, glaube ich, egal. Dass ich hier einen Maler kenne und unterstütze, der ganz nationale Bilder malt. Ich habe dann den Odering gefragt, was ist das für ein Bild? Da haben sie gesagt, das ist eine großdeutsche Karte. Ich sage, das war für einen vertriebenen Kommers, waren die Gebiete, wo Deutsche vertrieben worden sind. Das hat er dort abgebildet. Und ich habe gesagt, auch in der Sendung, ich stehe zu meinen Freunden. Da haben sie nicht gewusst, was sie damit mir machen sollen. Ich sage, ich stehe zu meinen Freunden. Ich mag den Odin Wiesinger, er ist ein hervorragender Künstler und Sicherheitsredakteur. Sie können sagen, was sie wollen. Freiheit der Kunst, aber es gibt für mich eine Ausnahme. Nämlich der Lieblingskünstler der Roten, das war ein gewisser Herr Mühl. Wer kann sich an den Herrn Mühl erinnern? Otto Mühl, der Kinderschänder. Der Kinderschänder Otto Mühl, der schon 9-jährige Kinder missbraucht hat, unterstützt von den Roten mit viel Womba-Förderungsgeldern. Vor einigen Jahren gab es eine Ausstellung in Wien für den Otto Mühl im MAG. Und da haben wir Freiheitliche gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass dieser Mensch, der viele, viele Leben zerstört hat als Kinderschänder, hier noch eine öffentliche Bühne bekommt. Und wisst ihr, was die rote Kultursprecherin gesagt hat, sie ist heute noch im Parlament. Sie hat gesagt, man muss die Person vom Künstler trennen. Und daher bekommt der Otto Mühl diesen öffentlichen Raum. Oder dieser Schildkünstler Nietzsche mit seinen Blutorgien, die er hier veranstaltet. Und wo er auch uns Christen lächerlich macht mit seinen Blutorgien. Wo dann Jesus auf einen Panzer gebunden wird und mit Blut überschüttet wird und so weiter und so fort. Hochsubventioniert. Ein unkustiöser Mensch. Das ist auch der Lieblingskünstler der Linken. Also wir haben uns nichts vorzuwerfen, denn Kunst, liebe Freunde, kommt von Können. Und jemand mit Blut zu überschütten, das ist keine Kunst. Aber der Odin Wiesinger ist ein echter Künstler und ich stehe zu ihm. Ich werde niemals mit ihm lassen. Sicher, es wird noch einiges kommen. Es hat jetzt eine Zeitung, die unter einer Auflagenschwäche leidet, behauptet, ich hätte vor 2 Jahren einem iranischen Staatsbürger einen Pass versprochen, wenn er 180 Millionen Euro bezahlt. Also wenn das möglich ist, würde ich der Republik Österreich vorschlagen, ganz viele Pässe zu verkaufen, dann ist das, die Staatsschulden sind sofort weg. Sofort weg. Also mit solchen Dingen kommen sie plötzlich daher. Aber ich sage, es ist so angenehm, wenn man in einen Wahlkampf geht und weiß, sie können suchen, was sie wollen. Sie können suchen, was sie wollen. Ja, sie können mir vorwerfen, dass ich als Kind Windeln getragen habe. Das ist das Letzte, was dann vielleicht noch daherkommen könnte. Und deswegen gehe ich mit einer großen Gelassenheit in diesen Wahlkampf. Ich bin authentisch, ich habe mir vorgenommen, mich nicht zu verstellen. Ihr kennt mich sowieso alle aus dem Burgenland, ihr wisst, wie ich bin. Unfaire Angriffe verzichten und frage mich natürlich, warum die anderen Parteien so nervös sind. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir jetzt im letzten Jahr das erfolgreichste Jahr in der Geschichte der FPÖ hinter uns gebracht haben. In der Steiermark waren wir gleich auf mit SPÖ und ÖVP und werden bei der nächsten Wahl dort, das hoffe ich, den Landeshauptmann stellen. In Oberösterreich
haben wir auch ein Rekordergebnis erreicht. Einen Landeshauptmann Stellvertreter, zwei weitere Regierungsmitglieder und sind jetzt dort in den Umfragen gleich auf mit der ÖVP. Wer hätte sich das noch vor einigen Jahren gedacht? Wien, Heinz-Christian Strache, über ein Drittel der Mandatare erreicht. Über ein Drittel der Mandatare. Wien wird fallen bei der nächsten Wahl. Bei der nächsten Wahl haben wir dort die Chance, als Nummer 1 durchs Ziel zu gehen. In dieser roten Hochburg, wo sie alles versuchen, das irgendwie zu verteidigen. Und im Burgenland haben wir das Land ordentlich durchgerüttelt und auch die Sozialisten in Wien, indem wir nach dem Rekordergebnis, das ihr geschafft habt, gemeinsam mit dem Hans Schürz, in eine Koalition mit der SPÖ eingetreten sind und dann die Roten in Wien nicht mehr gewusst haben, was sie machen sollen. Das war eine wirklich strategische Meisterleistung, zu der ich der SPÖ Burgenland herzlich gratuliere. Übrigens freue ich mich ganz besonders, dass unser langjähriger Landesparteifreund Stefan Salzl bald gekommen ist. Lieber Stefan, schön, dass du da bist. Ich habe einmal anvertraut, dass wenn jemand, er ist ein Tierarzt, ist er gefragt worden, was macht man, wenn jemand mit einem kranken Goldfisch kommt. Sagt er, man nimmt einen Reserve-Goldfisch da, den lässt man über Nacht hier und sagt, man wird ihn behandeln und dann am nächsten Tag kommt dann der Reserve-Goldfisch. Tut mir leid, dass ich dein Geheimnis verraten habe. Ja, und in allen Umfragen sind wir stärkste Partei bundesweit und auch bei der Bundespräsidentenwahl wird alles möglich sein. Ich kann mich erinnern, als ich angetreten bin, nach langen Diskussionen, die wir geführt haben, lieber Heinz-Christian, hat es geheißen, Herr Hof hat überhaupt keine Chance, der ist völlig unbekannt, den kennt niemand. Und die erste Umfrage war gleich ganz hinten, ich glaube mit 8%, ja, war die erste Umfrage. Aber eine Woche später war ich schon am zweiten Platz. So schnell ist das gegangen. Und jetzt schreibt niemand mehr, der Hofer hat keine Chance. Sie schreiben alle, der Hofer wird es in die Stichwahl schaffen. Und von der Stichwahl weg, liebe Freunde, gewinne ich diese Wahl. Gewinne ich diese Wahl. Und mit diesem Wahlsieg bei der Bundespräsidentenwahl wird auch der rasende Stillstand in Österreich ein Ende haben. Denn ihr seht ja, mit steigenden Umfragewerten für die FPÖ ändert sich plötzlich auch die Regierungspolitik. Sie werden nervös, sie versuchen irgendwie auch eine schärfere Gangart zu fahren. Sie versuchen es gelingt nur nicht. Bis jetzt waren es nur Ankündigungen, aber langsam wachen sie auf. Und nachdem ich angekündigt habe als Präsident, eine starke Regierung zu entlassen, bin ich schon sehr gespannt darauf, ob die Regierung gleich zurücktreten wird. Also müssen wir den Lüttel anbieten, müssen überlegen, was er dann sagt. Oder ob sie versuchen, sich zu bessern. Ich weiß es nicht. Aber beides ist für Österreich besser als das, was wir jetzt haben. Und damit beenden wir diesen Stillstand. Denn ihr dürft nicht vergessen, was jetzt auf uns hereinbricht. Wenn man das hochrechnet, was uns in den letzten Jahren in Österreich an Zuwanderung und Einwanderung passiert ist, man muss sagen passiert, weil es unkontrolliert war, dann werden wir im Jahr 2050 in Österreich bei den 0- bis 12-Jährigen mehr als 50% Menschen mit muslimischem Glauben haben. Nicht in Wien, in Österreich. Ihr könnt euch vorstellen, was das für die Zukunft unseres Landes bedeuten wird und was das für unsere Kinder bedeutet, wenn sie plötzlich eine Minderheit sind mit mehr als 50% Muslimen in Österreich. Und ich verurteile nicht den einzelnen Menschen muslimischen Glaubens, aber ich will nicht, dass wir in Österreich ein Land werden, wo die Mehrheit muslimisch ist. Ich will das nicht. Und dann wird uns immer erzählt, dass genau diese Menschen unsere Pensionsprobleme lösen werden. Ja, die wandern doch nicht ein als Leistungsträger. Das AMS hat uns erzählt, diese Menschen sind besser qualifiziert als die Österreicher, hat der AMS-Chef Kopf im Fernsehen gesagt. Wir waren dann wirklich verwundert. Dann haben wir nachgefragt, wie das AMS das festgestellt hat. Und sie haben gesagt, wir haben die Menschen gefragt. Sie haben also gefragt und dann wurde aus dem Fußpfleger ein Fußorthopäde und aus dem Raumpfleger ein Architekt.
Das ist irrwitzig. Und ihr wisst ja, dass diese Menschen nicht besser qualifiziert sind als wir Österreicher. Und es stimmt auch nicht, dass das, was Kurz gesagt hat, diese Menschen unbedingt intelligenter sind als wir Österreicher. Das ist einfach eine Beleidigung der Menschen, die hier im Land leben. Das ist nicht wahr. Und deswegen werden diese Zuwanderer nicht unser Pensionssystem retten, weil sie nicht vornehmlich ins System einzahlen werden, sondern aus dem System nehmen werden. Es kommt die Familienzusammenführung. Es sind schon im letzten Jahr 100.000 gekommen. Das heißt, das System wird noch weiter belastet werden. Und dann sagte Herr Schelling vor kurzem, er hat eine völlig neue Idee fürs Pensionssystem, die wir umsetzen. Wir haben dann nachrechnen lassen, das hätte sein Modell für die Senioren in Österreich einen Pensionsverlust von einem Viertel bedeutet. Von einem Viertel. Und die meisten kommen so schon nicht mehr aus, jene, die im AStG-Pensionssystem sind. Und da wird immer erzählt, ja, aber wir haben kein Geld und die Pensionisten, die kosten uns so viel. Dann muss der Staat aus den Steuergeldern dazu bezahlen. Weil die Beiträge der Pensionisten reichen nicht alleine aus. Und was vergessen die Herrschaften dabei? Dass genau diese Pensionisten ein Leben lang Steuern bezahlt haben. In dieses System auch mit Steuern einbezahlt haben. Und bei den Asylbewerbern ist es egal, wenn aus diesem Topf dann Geld genommen wird für die Mindestsicherung. Aber bei den eigenen Pensionisten nicht. Und wir haben genug Möglichkeiten, die Pensionen zu sichern. Ich sage euch ein Beispiel. Österreich gibt 18 Milliarden Euro für Subventionen aus. 18 Milliarden. Das ist doppelt so viel wie der Schnitt der Staaten in der Europäischen Union. Plus 7 Milliarden Euro von ja, da geht meine Schwägerin spazieren. Plus 7 Milliarden Euro von den Ländern und den Gemeinden. Kommen noch dazu. Das macht so viel aus wie das gesamte Mehrwertsteueraufkommen. Und es ist mehr als das gesamte Lohnsteueraufkommen. Also jeder Österreicher könnte, wenn es diese Subventionsbrasserei nicht gäbe, auf seine Lohnsteuerzahlung verzichten. So viel Geld ist das. Und warum will die Politik das nicht ändern? Weil man mit Subventionen Abhängigkeiten schaffen kann. Da musst du zum Politiker mal schreiben und sagen, bitte, ich brauche für dieses und jenes eine finanzielle Unterstützung. Und genau das wollen die jetzt gerade die Politiker. Ich will das nicht. Ich will, dass wir hier sparen, damit unsere Jugend unterstützt werden kann und damit auch unsere Senioren unterstützt werden können. Und dann sagen sie uns immer, Österreich ist ganz toll, und der Schweiz geht es gar nicht gut. Weil wir immer sagen, die Schweiz wäre für uns ein gutes Vorbild. Der Schweiz geht es nicht gut. Ja, Tatsache ist, wir zahlen 44% Steuern und Abgaben. Die Schweizer zahlen 29,8% Steuern und Abgaben. Also um 20 Milliarden Euro weniger als wir in Österreich. Und die Schweiz ist nicht schlecht verwaltet. Ist nicht schlecht verwaltet. Wir haben das im Parlament auch vorgebracht und haben ihn natürlich begehrt, den Menschen von Rot und Schwarz, dass sie das vielleicht in Österreich auch anders angehen müssen. Dann kam eine rote Gewerkschafterin und hat gesagt, das ist alles nicht wahr, denn in der Schweiz ist die Gesundheitsversorgung ganz schlecht. Vor allem die zahnmedizinische Versorgung. Da geht es den Menschen nicht gut. Daraufhin ist der Herbert Kickl zum Rednerpult gegangen und sagt, ja, er hat nicht viel Zeit, er muss gleich weg vom Parlament, er muss zum Bahnhof. Tausende Schweizer sind mit den Zügen nach Österreich gekommen, flüchten, alle zahnlos. Und wollen unbedingt nach Österreich ändern. Also solche Märchen werden uns erzählt. Übrigens, die Altersrente in der Schweiz aus der staatlichen Säule beträgt 1.754 Euro. Davon können die meisten Österreicher nur träumen. Und daher müssten wir endlich diesen Staat anders gestalten, eine echte Verwaltungsreform umsetzen. Wir geben bei der normalen Verwaltung um 3,5 Milliarden Euro mehr als Deutschland, heruntergebrochen auf die Größe Österreichs. Und da können die Beamten nichts dafür. Die Schuld ist die Politik, die immer wieder neue und unsinnige Gesetze verabschiedet. Jetzt ist die Idee, zu bestrafen, das Wegwerfen von Lebensmitteln. Ja, wie sollten das exekutiert werden? Wie soll denn der Staat feststellen, ob jemand das illegal Lebensmittel wegwirft? Es wird behauptet, ja, die Leute sind da so, ja, die machen das einfach so. Ich kenne viele Menschen, die müssen auch sparen beim Kauf von Lebensmitteln. Die haben nicht die Möglichkeit, irgendetwas wegzuwerfen, was sie nicht brauchen. Also man muss bei den Gesetzen wirklich aufpassen. Und so wird der Staat immer komplizierter, immer aufwendiger. Oder bei den Spitälern.
Wir haben doppelt so viele Akutbetten wie der Schnitt der Staaten in der Europäischen Union. Und zwar deswegen, weil bei uns die Standortauswahl von Spitälern nicht ordentlich organisiert ist. Wir haben oft in wenigen Kilometern Entfernung zwei Spitäler, die genau das gleiche Angebot haben. Geburtenstation Oberwart wurde toll ausgebaut. Tolle Geburtenstation. Daraufhin sind viele Steirer ins Burgenland gekommen, nach Oberwart, zur schönen Geburtenstation. Das wollten die Steirer aber nicht, dass dann die Steirer Burgenländer werden. Daraufhin haben die Steirer in Hartberg auch eine tolle Geburtenstation aufgemacht, damit die Steirer in der Steiermark geboren sind. Nur dieser ganze Spaß, dass wir doppelt so viele Akutbetten haben und bei uns Pflegepatienten, die ein Pflegebett benötigen würden, im Akutbett liegen, das kostet uns viel Geld. Nämlich, der Rechnungshof hat es ausgerechnet, 4,7 Milliarden Euro jedes Jahr. 4,7 Milliarden Euro jedes Jahr. Allein, wenn wir das angehen und besser organisieren, haben wir keine Probleme im Pensionssystem, haben wir keine Probleme bei der Wirtschaftsförderung, haben wir keine Probleme, mehr in unsere Jugend zu investieren. Aber man tut es einfach nicht, weil diese Regierung völlig handlungsunfähig ist. Und wer will, kann das Handlungs wegstreichen. Völlig handlungsunfähig ist. Und deswegen brauchen wir dringend einen Neuanfang in Österreich. Einen Aufbruch. Dass es Menschen gibt, die sich wirklich auch Mut haben, auch die Wahrheit zu sagen. Denn permanent, ich muss es auch sagen, wird die Bevölkerung auf das Übelste belogen. Auch Juncker hat er gesagt, wenn es ernst wird, muss man lügen. So läuft das auf der europäischen Ebene. Und was mir besonders wehtut, ist, dass es beim Pflegegeld so massive Einschnitte gibt, weil wir Österreich so schlecht verwalten. Wir haben bereits einen Inflationsverlust von 30% beim Pflegegeld. Wir haben 400.000 behinderte und pflegebedürftige Menschen. Bei der ersten Pflegegeldstufe verlieren diese Menschen 1.300 Euro im Jahr und es geht rauf bis zur 7er Stufe. Das sind jene Menschen, die sich wirklich nicht helfen können. Die verlieren inflationsbedingt 5.500 Euro jedes Jahr. Ja, man stelle sich vor, nicht der Herr Hundsdorfer wäre dafür verantwortlich gewesen, der ist nämlich verantwortlich dafür, sondern ein freiheitlicher Sozialminister. Hätten wir jeden Donnerstag Gegendemos gehabt. Aber diese unsoziale Maßnahme kommt von einem sozialistischen Minister, der jetzt zu den Bundespräsidentschaftswahlen antritt. Ich sage euch, es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis wir diese Wende in Österreich geschafft haben. Und wir müssen sie schaffen. Und wir müssen auch mutiger sein in Richtung der Europäischen Union. So wie Großbritannien. Die sagen, es gibt keine Transferleistungen, wenn du nicht vorher 3 Jahre im Land gearbeitet hast. Keine Familienbeihilfe, kein Kinderbetreuungsgeld, keine soziale Unterstützung. Zuerst musst du hier ins System einbezahlen. Bei uns kommst du nach Österreich und bekommst vom ersten Tag weg deine Unterstützung. Das ist der falsche Weg und das will ich nicht wieder sagen. Noch ein bisschen auf meine Mitbewerber einzugehen. Ich werde versuchen, fair zu bleiben. Ja, ich werde wirklich versuchen. Kohl ist bereits angesprochen worden von Heinz-Christian, seine Rede vor der muslimischen Jugend. Da hat er die gleiche Krawatte oben wie jetzt im Augen. Ich glaube, er hat entweder viele gleiche Krawatten oder es ist seine Lieblingskrawatte. Und da hat er gesagt, meine liebe muslimische Jugend, ich bin ganz erfüllt von dieser tollen Stimmung und eben draußen stehen die Kinder wegen und das ist die Zukunft Österreichs. Das ist nicht die Zukunft Österreichs für mich. Das ist nicht der Islam. Die Zukunft Österreichs, das sind unsere Kinder, unsere Enkelkinder. Hat er auch mitgeteilt, dass er für die Homo-Ehe ist? Ja, ich bin nicht dafür. Ich weiß, dass ich oft harte Dinge sage, aber ich will nicht um den heißen Brei herumreden. Ich will, dass die Ehe Männern und Frauen vorbehalten ist. Das ist meine Meinung. Es soll jeder leben, wie er will. Das ist ja jedem unbenommen, ja? Wenn sich jetzt jemand, ein Mann in einen Mann verliebt, dann soll er mit dem Mann zusammengehen oder eine Freundin, eine Frau, das ist alles in Ordnung. Aber man kann nicht Gleiches mit Ungleichem vergleichen.
solange es nicht möglich ist, dass zwei Männer ein Kind zeugen oder zwei Frauen ein Kind zeugen, solange bin ich dafür, dass die Ehe Mann und Frau vorbehalten ist. Das Herrn Kohl passiert auch hier und da etwas. Also in der Euphorie des Wahlkampfes sagt er oft etwas, was ganz spannend ist. Er hat nämlich gesagt vor wenigen Tagen, er hätte einige Mitglieder der jetzigen Bundesregierung nicht angelockt. Dann ist er gefragt worden, ja wen? Na, das sagt er nicht. Sagt er nicht. Aber er will nur sagen, wichtig ist für ihn Fachwissen und Erfahrung. Und nur wenn ein Kandidat Fachwissen und Erfahrung aufbringt, dann kann er damit rechnen, dass er von ihm angelockt wird. Ich bin dann dort gesessen bei dieser Podiumsdiskussion und habe gesagt, ja, aber Herr Kohl, was ist denn mit dem Sebastian Kurz? Der ist ja von der Schule gekommen. Und ist jetzt Außenminister. Der hat ja weder Fachwissen noch Erfahrung. Hat er gemeint, aber den kenne ich seit vielen Jahren. Also, die Vorgehensweise ist mutig und eigenartig, aber es passiert ihm halt hier und da. Ja, aber Dr. Kohl wird kein Gegner bei der Stichwahl sein. Davon ist auszugehen. Und damit komme ich zu Rudolf Nussdorfer, der möglicherweise ein Gegner der Stichwahl sein könnte. Möglicherweise. Wir haben vor einiger Zeit im Parlament diskutiert über die Frage der Familienleistungen. Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass nach Ungarn der gleiche Betrag ausbezahlt wird, den die Österreicher bekommen. Warum? Wenn jemand zwei Kinder hat, als Tagespendler aus Ungarn, dann bekommt er an Familienleistungen so viel, wie ein Arbeitnehmer in Ungarn durchschnittlich verdienen kann. Das ist natürlich völlig ungerecht, auch gegenüber den Kindern in Österreich. Und daher wollten wir sagen, wir passen das der Kaufkraft im Land an. Und als wir das im Parlament vorgebracht haben, hat sich der Herr Sozialminister Hunsdorfer gemeldet und hat wörtlich Folgendes gesagt, ich habe es aufgeschrieben, in Richtung FPÖ. Sagen Sie doch gleich, wir wollen Europa nicht mehr und wir wollen raus. Der Populismus überholt sich bei Ihnen selber. Das ist Ihr Problem. Das ist die Schwierigkeit, die Sie haben, Beifall bei der SPÖ. Und das sagt der Herr Faymann genau dasselbe, was wir gesagt haben. Genau dasselbe. Wir müssen die Höhe der Familienleistungen der Kaufkraft anpassen. Ja, was sagt der Herr Hunsdorfer jetzt? In Richtung Faymann, der uns jetzt alles nachmacht. Immer wenn wir Vorschläge einbringen, wird uns Hetze oder Populismus vorgeworfen. Nur damit dann etwas später die anderen Parteien genau diese Vorschläge übernehmen als Kopiermaschine. Wir brauchen aber keine Kopien, wir brauchen das Original, liebe Freunde, das Original. Einige werden sich noch erinnern an das Jahr 2006. Da war der große Babak-Skandal. Der Herr Hunsdorf ist auch da erschienen auf der Bühne als Retter der Gewerkschaft und als Retter der Babak. Und da ist ihm was passiert. Er hat nämlich eine Anwesenheitsliste unterschrieben, hat er geglaubt. Der Standard berichtet im Juni 2006 darüber, dass Hunsdorfer mit seiner Unterschrift 1,5 Milliarden Euro Schulden von der Babak übernommen hatte, die die Gewerkschaftsmitglieder bezahlen mussten. 1,5 Milliarden. Und hat er sich verteidigt und hat gesagt, wörtlich, der Verzetnitsch hat gesagt, dass das in Ordnung ist. Ich habe nur unterschrieben, dass ich dort war. Also er hat geglaubt, er hat eine Anwesenheitsliste unterschrieben und hat so locker mal 1,5 Milliarden Euro überwiesen. Ich frage mich nur, was würde er unterschreiben, wenn er Bundespräsident wäre? Kriegserklärung Liechtenstein oder was kommt da alles auf uns zu? Es wird aber natürlich kein SPÖ-Mann diese Wahl gewinnen. Die Frau Gries, die schon einige kennengelernt haben, eine unabhängige Kandidatin, sagt sie, die aber von der ÖVP in ihre Position gekommen ist, das muss man auch sagen, hat in den letzten Tagen auch einen interessanten Ausgang getätigt. Bei mir in der Diskussion sagt sie, sie ist kein Freund der Neutralität. Sie ist kein Freund der Neutralität. Ich sage, wir sollten nicht der NATO beitreten. Wir brauchen diese Neutralität in Österreich. Es ist ein Teil unserer Seele. Oder sie hat gesagt, sie ist gegen den Wehrdienst. Sie hat wörtlich gemeint bei dieser Diskussion, die Menschen haben falsch abgestimmt. Und sie möchte das korrigieren. Wie gesagt, also, nicht der Richter ist die Nummer 1 in Österreich.
auch nicht der Bundespräsident. Die Nummer 1 in Österreich ist der Wähler und das Volk. Und das hat so entschieden. Und mir hat mein Militärdienst nicht geschadet. Überhaupt nicht. Und anderen jungen Leuten wird der Wehrdienst auch nicht schaden. Und ich bin auch an der Grenze gestanden. Mit meinem Sturmgewehr. Und es kommt die Diskussion immer, mein Gott, sollen die Soldaten, sollen die bewaffnet sein an der Grenze? Und das sollen die Blumensträuße in der Hand tragen. Und dafür bin ich auf das Fenster reingegangen. Die Waffe dient nicht dazu, Menschen zu erschießen, wenn sie über die Grenze kommen, sondern dass ich mich als Soldat selbst verteidigen kann. Steht in den Dienstvorschriften. Wir haben ja einige Soldaten, auch einige Offiziere hier unter uns, die das ganz genau wissen. Aber so eine eigenartige Diskussion, sollen die Soldaten Waffen tragen? Ja, die Frau Gries ist übrigens auch für die Homo-Ehe. So wie alle anderen Kandidaten. Alle. Ich bin der Einzige, der das nicht will. Sie ist auch dafür, dass homosexuelle Pärchen Kinder adoptieren dürfen. Das will ich auch nicht. Denn es geht hier nicht darum, dass Kinder etwas sind, worauf man ein Recht hat, sondern Kinder haben ein Recht auf Vater und Mutter. Weil ich glaube, es ist für die Entwicklung eines Kindes nicht gut. Ihr wisst, wie gerne Kinder gehänselt werden, wenn die in der Schule sitzen und du hast dir schon oft gesagt, wenn man fragt, wie heißt der Papa Franzi und wie heißt die Mama Karli? Das kommt nicht so gut an. Ja, sie hat übrigens auch ein Personenkomitee, im Unterstützungskomitee, eine interessante Persönlichkeit, nämlich Hermes Bettberg. Hermes Bettberg ist jetzt im Unterstützungskomitee für Frau Gries. Er hat zuletzt Grün gewählt, will jetzt die Frau Gries unterstützen, die auch sagt, sie will eine EU-kritische Partei in der Regierung verhindern. Wen hat sie wohl damit gemeint? Also auch sie sagt, sie will die FPÖ in der Regierung verhindern. Aber das macht nichts, denn sie wird eh nicht Bundespräsidentin. Das werde ich werden. Ja, da gibt es auch den Herrn Van der Bellen. Der war immer für TTIP, für dieses Freihandelsabkommen und sagt, jetzt muss ich das erst genau durchlesen und ist jetzt doch nicht mehr so ganz dafür. Aber er hat etwas gesagt, was bemerkenswert ist, er hat gesagt, wenn ich Gott wäre, hat er gesagt, dann würde ich Europa zu einem Staat machen und die Mitgliedsländer entmachen. Erstens ist er nicht Gott, Gott sei Dank. Und zweitens, wovon will er dann Bundespräsident werden? Es gibt dann kein Österreich mehr, wenn Europa ein Staat ist. Österreich ist dann ein Bundesland, eine Provinz. Und er hat gesagt, wenn die FPÖ die absolute Mehrheit erringt, also mehr als 50% der Stimmen, dann wird er sofort das Parlament auflösen und neu wählen lassen. Ungeheuerlich, ungeheuerlich. Und wir brauchen keinen grünen Austrofaschismus, keinen grünen Diktator. Deswegen müssen wir Van der Bellen verhindern. Ich werde jedenfalls den Obmann der stärksten Partei mit Regierungsverhandlungen betrauen. Ich habe eine leichte Ahnung, wer das sein könnte. Mit absoluter Mehrheit. Man wird sehen. Es ist alles möglich. Ja, und das sind auch die Grünen, die so sehr sich auch einsetzen für diesen tollen Deal gemeinsam mit der Regierung, mit der Türkei. Für diesen ganz, ganz tollen Deal, der uns, das muss ich auch sagen, mehr Probleme machen wird, als man sich jemals vorstellen kann. Denn die Türkei ist kein Partner, kann kein Partner sein. Die Frau des türkischen Präsidenten Erdogan träumt vom Harem. Auf Frauen, die demonstrieren, wird mit Gummigeschossen geschossen. Eine Zeitung, die nicht so schreibt wie der Herr Erdogan, wird gestürmt. Und auch immer mehr Türken sehen das so. Ich habe vor einigen Tagen das Vergnügen gehabt, mit der Tageszeitung Heute eine BIM-Fahrt unternehmen zu dürfen. Sie wollten, dass der Kandidat eben eine Fahrt unternimmt und sie wollten ihn dann dort filmen. Das ist immer etwas kritisch, weil man nie weiß, wer steigt dazu, was passiert da.
Ja, ich bin eingestiegen, Kameras mit dabei, die Journalisten mit hinein. Setze ich mich zu einem Mann, das war mein guter Termin, der hat früher für die Föst gearbeitet, wir haben uns sehr gut unterhalten. Und auf einmal steigt eine große Gruppe von Türken ein. Und ich dachte so, jetzt ist das Interview gelaufen. Kommen her zu mir und sagen, sie wollen ein Foto. Und ich dachte, jetzt ist das Interview gelaufen. Sie wollen ein Foto und hingestellt und bravo und hin und her. Jetzt war das eine türkische Reisegruppe und absoluter Erdogan-Gegner. Absoluter Erdogan-Gegner, die sich unbedingt mit mir fotografieren lassen wollten, weil der Sohn ist aus der Schweiz gekommen, wusste, was die FPÖ für eine Linie vertritt. Und das waren riesige Fans. Und das Tolle war, wir konnten uns während der ganzen Fahrt in englischer Sprache unterhalten und es hat der Zeitung irrsinnig gefallen. Also das war dann doch ein guter Termin. Aber du weißt eben nie, was passiert. Im Wahlkampf kommt ein Radiosender zu mir und sagt, ich soll jetzt etwas singen. Mein Pressesprecher hat immer so gedeutet, tu es nicht. Musst du singen. Oder sie kommen mit Fragen, was darf man in Australien nicht tun? So, ich habe keine Ahnung. Na, man darf den Daumen nicht hochzeigen, das ist eine Beleidigung. In welchem Land müssen Sie nach dem Essen, wie soll ich das nennen, Gase ablassen? Also ich weiß es nicht. Ja, ich kann mir vorstellen, in China. Ja, China stimmt, aber auch in Russland, haben Sie gesagt. Ich probiere das lieber nicht beim Staatsbesuch in Russland. Das kommt sicher nicht in die Stunde. Aber solche Dinge kommen im Wahlkampf daher und man muss mit allem rechnen. Es ist wirklich spannend und man muss halt irrsinnig aufpassen, hier in kein Fettnäpfchen zu treten. Also, liebe Freunde, es gäbe noch so viel zu sagen, aber ich habe es noch einen Landesparteitag auch, der heute über die Bühne gehen soll. Ich, meine lieben Freunde, wünsche euch für einen Parteitag alles Gute. Die FPÖ Burgenland hat sich so toll entwickelt. Aus einer Krise heraus sind wir gewachsen wie der Phönix aus der Asche. Es waren ganz, ganz schwierige Zeiten. Jetzt ist auch diese FPÖ Burgenland eine starke Partei. Ihr habt Gemeinderatswahlen bald. Bitte bereitet euch dafür ganz, ganz, ganz gut vor. Ich weiß nicht, in welcher Funktion ich eure Gemeinde in Zukunft besuchen werde. Aber ich werde euch bestimmt besuchen, egal in welcher Funktion. Und ich möchte euch versprechen, dass ich ein aktiver Bundespräsident sein werde. Aktiv, aber unaufgeregt. Mutig und stark, aber auch mit Verantwortungsbewusstsein. Liebe Freunde, alles ist möglich. Ich freue mich darauf, mit eurer Unterstützung und mit euch gemeinsam diese Wahl zu gewinnen. Glück auf, liebe Freunde. Lieber Norbert, dass du vor 25 Jahren den Weg zu die Landesgeschäftsstelle der FPÖ Burgenland gefunden hast. Aus diesem Grund dürfen wir dich heute auszeichnen und dich ehren für die 25-jährige Mitgliedschaft. Ja, lieber Norbert, ich möchte dich deshalb jetzt ehren, wenn du jetzt sozusagen noch Parteimitglied bist und noch in der Geschichte so richtig aktiv bist. Wer weiß, wie das dann in 4 Wochen ist. Aber du wirst natürlich, so nehme ich einmal an, sehr, sehr sicher dich einsetzen für unsere Bewegung. Bevor ich aber dem Norbert jetzt diese Urkunde übergebe, gestatten Sie mir, weil Sie so zahlreich heute anwesend sind, etwas bekannt zu geben. Ich weiß, ich tue mich jetzt sehr schwer. Unser Abgeordneter Gerd Kobaschitz liegt da im Sterben. Er hat noch einige wenige Tage zu leben. Was besonders bewegt, was besonders wehtut, ist, dass er in den letzten Stunden, er schläft jetzt schon, immer gesagt hat, Ilse und Hans, seid kräftig, aber zweiter, das heißt, er hat nicht auf sich selbst geachtet, sondern hat uns immer noch versucht, Mut zu sprechen. Ich habe nicht mehr Danke sagen können, weil es mich so sehr bewegt hat. Und deshalb war es mir sehr wichtig, heute
das auch zu sagen. Und was mich besonders freut, und das passt so gut zum Norbert, ich habe den Norbert angerufen, auch mit Tränen. Ich habe gesagt, Norbert, der Gerhard hat sich verabschiedet von mir. Und der Norbert hat gesagt, ich werde dir Termine absagen, hat das Interview mit der Woman sofort abgesagt und ist zum Norbert zum Gerhard gefahren. Entschuldigung, das ist wirklich nicht nur großartig, sondern großartig, einfühlsam und total menschlich. Norbert, mit dir möchte ich jetzt sozusagen dir danken, dass du ihn noch besucht hast. Und eine Minute auf den Gerhard Kovacsics. Nicht aufstehen bitte, sondern so denken, denn er ist noch immer und schläft noch immer und hat Gott sei Dank keine Schmerzen. Dankeschön. So, ich möchte das natürlich nicht zu weit austragen, aber bevor ich den Norbert das jetzt noch übergebe, kommen wir noch zu etwas Positivem. Es ist heute nicht nur der ehemalige Landesparteiobmann Dr. Stefan Salzl, sondern auch der Abgeordnete Walter Zechmeister. Besonders freut es mich, der Herr Landesrat und Landesparteiobmann aus Kärnten, Christian Racker, der Abgeordnete Edi Nicker und natürlich unsere Abgeordneten an der Spitze mit Landesrat Petschnik und Ilse Benker für die Begrüßung. Ich wünsche dir alles, alles Gute und danke für deine 25-jährige Mitgliedschaft. Herzlichen Dank. So, wir werden jetzt diesen feierlichen Akt zu den Dingen der Bundesunion beschließen.